Hi Leute und hallo und herzlich willkommen. Heute ist Teil 2 von Ich bewerte eure Accounts, denn ihr habt die Kommentare voll gespammt. Ihr wollt den zweiten Teil und ihr bekommt ihn direkt als nächstes Video. Ja, wir sind aber heute nicht im Club unterwegs, sondern in meiner Freundesliste. Da sind halt ihr höhere, zum Beispiel hier. Und ja, ich würde sagen, wir fangen erst mal mit dem ersten an und ich würde sagen, wir sehen uns dann dort gleich wieder. So, als erstes habe ich faules Ei rausgesucht und durch Zufall, wie er es auch will, er ist auch in unserem Club, der Mirror Club, hat 43.000 Trophäen, ist eigentlich der stabil höchste Rang. Mythisch 1 für die Trophäenhöhe, ja, eigentlich okay, also. Kann man auch legendär haben. Und jetzt Diamant 1, sehr stark. Ich bin Gold 3. Gut, er hat 3000 Du-Siegel fast, 1400 Solo-Siegel, fast 6300 3-Siegel. Und er hat Maßruhm 1. Er hat alle Brawler. Miko hat daran 27, sehr stark. Edgar Rang 25. Bull Rang 25, ich habe Bull Rang 26, der ist mal wieder gedroppt, man kennt's. Spike Rang 26, ja, eine der 25, der 24 ist eigentlich sehr stabiler Account, Leon 25 und Mito halt 27, ist sehr stabiler Account, ja, seine Siedeserie ist 17, maximal 7 Serie, ja. Ich würde sagen, es ist eigentlich relativ gut. Ich habe 18. Ich wollte heute aufstellen. Ich war bei 15. Und dann habe ich verloren. Ich habe mit Teammate gemacht. Er hat die ganze Zeit sorry, 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 sorry gespammt in Chat. Ja. Aber es ist jetzt kein Weltuntergang. Naja. Also, Lieblingsbrawler ist Dynamite. Ja. Welcher Rang hat er Dynamite? Er hat Dynamite Rang. Wo ist denn Dynamite? Ah, Rang 22. Und ich würde ihm eine 1 geben, denn es passt alles. Er hat Siedeserie, ja, könnte man noch ein bisschen arbeiten, aber sonst passt eigentlich alles. Er hat hohe Brawler, er hat viele Trophäen, deswegen würde ich ihm eine glatte 1 geben. Ja, kann eigentlich sehr stolz drauf sein, also wenn du das Video siehst. Super Account und ich würde sagen, machen wir weiter mit dem nächsten. So. Machen wir weiter mit dem nächsten. Und ja, vielleicht kennt ihn manch von euch Moritz. Ja, er ist natürlich im Moritz BS Clan. Seine Maximal 7 Serie 27 ist eigentlich sehr stark. Er hat 15.500 Trophäen. Sein höchster. Er hat keinen Rang 26er. Ja. Dann sein niedrigster ist Bell. 47 Trophäen. Ja, geht eigentlich. Er hat nur 500 Solo-Siegel, Du-Siegel 600 und 3-3 Siegel 1000. Fast. Ja. Also deswegen, ja, er hat, ja, aktueller Rang nur Silber 2. Und Diamant, ja, gut. Ja, ich gebe ihm. Ja. Lieblingsbrawler Shelly. Ich gebe ihm eine. Ja. Ich gebe ihm eine 2. Ja, eine nur glatte 2. Da er hat Rang 25 dann ein paar. Beim letzten Mal war ich, glaube ein bisschen strenger. Naja. Egal. Also 27 ist eigentlich sehr stabil. Deswegen kriegt er von mir eine 2. Ja, da er halt Rang 25er ein paar hatte. Ja. Er hat halt. 3 Rang 5, 4 Rang 25er ist eigentlich sehr stabil, deswegen halt eine 2. Machen wir weiter mit dem nächsten. Als nächstes habe ich wieder einen YouTuber mit 1500 Abonnenten. 61er Siegeserie, das ist sehr stark. 10.000 3-3 Siege, 7.000 Duo-Siege, 1117 Solo-Siege. Also er hat ganz schön wenig Solo-Siege. Er hat mehr Duo und 3-3 Siege. Höchster Rang ist Legendär 2, aktueller Rang 1, also sehr starker Account, Saturn Room 3 und er ist in dem Club von Pookie. Das ist der echte Pookie, da hat er auch die Creator-Logos und ja, es ist sehr stark in dem Club von Pookie zu sein.
Deswegen, und er hat auch Rang 30er. Er hat Larry Lowry Rang 30. Er hat Shelly 29, 28, 27, 28. Viele Brawl auf jeden Fall. Der wenigste. Er hat einfach. Sein niedrigster Brawler ist Melody. Er hat null Trophäen bei Melody. Gut, die ist jetzt auch nicht die neueste, aber sein sonst der niedrigste ist Rang 23. Sehr stark. Eine 1 plus. Eine 1 plus. Daher hat guten Account und ja, 1 plus einfach von mir. So, als nächstes habe ich mal niemand. Kein YouTuber. Freund halt aus meiner Freundesliste. Und es ist jemand aus meiner Klasse. Und ja, sein höchster Rang ist Legendär 1. Er, sein jetziger ist nur Ponte 3, das ist eigentlich nicht sehr gut, aber er spielt sehr viel 3 vs 3. Daran kann man eigentlich am meisten erkennen, ob er gut oder schlecht ist. 8000 3 vs 3 Siege, 1000 Solo Siege und fast 1000 Duo Siege. Also im Vergleich zu dem anderen, der andere hatte 6000 Duo Siege und 9000 3 vs 3 Siege. Und aber kaum Solo Siege. Und er ist im Club Anti-Windräder. Hier sind eigentlich fast alle aus meiner Klasse mit drinne. Er hat auch ein bisschen mehr Trophäen als mein Club, der Club. Hier. Ja. Maximale Siegesserie 17. Ja. Titel Sniper. Piper ist ein Lieblingsbrawler. 35.000 Trophäen. Höchster Rang ist Diamond 1. Ist eigentlich sehr gut. Sein niedrigster Brawler ist RT und Byron. Und sein höchster ist Nani, Rang 31. Und seine Piper 31. Die ist dann schon gedroppt wieder. Ja. Dann hat er noch Shelly 28, 28, 26, 26, 27. Er hat sehr hohe Brawler. Und er hat eigentlich alles gut, außer er hat. Ja, ich gebe ihm deswegen eine 1 minus. Da er hätte mehr Siegesserie machen können, würde ich sagen. Und aktueller Rang Bronze 3 ist nicht so schön oder gut, sage ich mal. Aber er hat 2 Rang 31, das ist sehr stark bei dem Trophäen halt. Deswegen kriegt er eine 1 minus. Tut mir leid, dass es nur eine 1 minus ist. Also in Klammern, in Anführungszeichen, nur. 1 minus ist eigentlich sehr gut. Aber ich glaube, letztes Mal war ich auch ein bisschen strenger. So, als letztes habe ich hier Jonas. Sein höchster Rang ist Mythisch 3. Sein aktueller Rang Diamond 2. Höchste Trophäen. Oder halt Trophäen. Es sind fast 50.000. Er ist Mondrum 2. Ihm fehlt im Moment ein Brawler. Er hat 24 Serie und KI-Lacker. Ist er Vize-Anführer. Ist eigentlich sehr stabiler Club. Ihm fehlt nur ein Brawler. Melody hat er. Ne, Melody hat er, glaub nicht. Er hat keine Melody, denke ich. Auf jeden Fall, sein niedrigster Brawler ist Rang 20 und sein höchster ist Cordelius, Rang 27. Ja, ist sehr stabiler Account. Ja, und auch der letzte konnte ihn heute wieder mal bewerten. Sein Lieblingsbrawler ist Fang und ja, aktuell Diamond 2 sehr stark, deswegen kriegt er von mir eine 1. Ja, und damit würde ich auch sagen, das soll es auch mit diesem Video mal wieder gewesen sein. Haut rein, Leute, und ciao, da. Wir sehen uns im nächsten Bros. Video.